eyes of the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Guten Morgen! Schön, ich in Unterwäsche. Wie immer. Ich grüße dich, du darfst nicht fahren ohne Ami. Dein Rennauto kommt auch. Wenn die beiden Kinder. Du musst guten Morgen sagen, Schlumps. Ja, ich saß auf Toilette. Storytime jetzt auf meinem Video. Erst kam Pabu, den musste ich hier kraulen. Dann kam mal Ari. Links der Pabu, rechts der Ari, ja. Sehr gut. Ja, schön. So, wir machen jetzt Frühstück. Hat überall Frischkäse im Gesicht. Und, Herr Manuel, wer möchte Gassi gehen? Du. Machen wir Schere, Stein, Papier? Na gut. Verdammt, ich darf raus. Beim Regen. Ja, dann werde ich jetzt was essen und es regnet wirklich heute den ganzen Tag bei uns. Richtig beschissen. Ja, lass halt alles wieder aus dem Mund rauskrümmeln. Kein Ding. Arian isst einfach so unglaublich viel. Ja, ich rede mit dir. Ich rede mit dir. Was guckst du denn so an? Du bist jetzt gleich im Fernsehen. Ist wirklich nicht normal, was er isst. Und dass er das auch noch, also er macht das zusätzlich zum Stillen. Ich still zwar nicht mehr so oft, aber vor allem nachts gerade häufiger, weil er im Sprung ist. Und ich habe keine Ahnung, wo das hingeht bei dem kleinen Kerl. Und er ist halt auch nicht irgendwie wie dick oder so. Ich meine, an Babys sagt man ja eh nicht, dass sie dick sind, aber der ist echt eigentlich noch ganz schmal. Aber er ist halt auch groß. Ja. Wir gehen ja halt zum Baby-Krabbeltreff mit deinen Kindergartenfreunden. Also die mal deine Kindergartenfreunde werden. Freust du dich? Sag ja, Mama. Wird toll. Diese kleinen süßen Händchen. Guck mal. Hey, nicht wegtun. Das sind sie. Babyhändchen. Ari-Bärchen ist schon seit 5 Uhr wach. Weil die Nacht einfach 5 beendet. Und ja. Seine Laune ist jetzt nicht ganz so gut. Ich gehe aber jetzt trotzdem alleine Gassi. Mal gucken, wie lange er jetzt mitmacht. Vielleicht spielt er auch einfach noch eine Runde. Ich könnte mir vorstellen, dass es nachher richtig in die Hose geht, weil das ist halt eine doofe Zeit. Ich meine, er macht zwar kein Vormittagsschläfchen mehr. Der lässt das seit ein paar Tagen ausfallen und macht dann lieber gleich so gegen 11.30 Uhr das Mittagsschläfchen. Aber auch nur eine Stunde, also sein Schlaf ist gerade tagsüber sehr gering, aber er kommt damit gut klar. Also vom Sprung merke ich jetzt nicht viel, bis halt auf den Schlaf, der ein bisschen abgenommen hat. Auch in der Nacht muss ich häufiger stillen als sonst. Was macht er da? Genau. Ja, Pamu frühstückt jetzt gerade noch und dann gehen wir ja erstmal raus beim Regen. Das Ding ist, Pamu mag auch keinen Regen. Der schüttelt sich die ganze Zeit und fängt die Regentropfen mit dem Mund und so.
nichts mehr, das ist ja Spielen, aber Tamu bei Fuß. Der läuft dann auch immer so wie, jetzt hätte er die Windel voll, keine Ahnung. Und auch so weit hinter mir. Guckt. Bist du dämlich, ey. An solchen Tagen bin ich auch echt froh, wenn Manu zu Hause ist und ich Aria nicht gleich mit rausschleppen muss. Ich meine, einmal am Tag gehe ich mindestens mit ihm raus, egal welches Wetter es ist, für eine halbe bis Stunde, aber grüß muss das immer nicht sein. Deswegen passt das ganz gut, wenn Manu zu Hause ist. Das ist jetzt mein Outfit of the Day. Ich habe einfach so einen langen Crop-Top-Pulli angezogen und Jeans. Ja, der Spiegel ist dreckig, ich weiß. Ich habe noch nicht geputzt, nachdem wir ihn angebracht haben. Genau, ich liebe ja tatsächlich den Herbst, weil man einfach sowas tragen kann. Ich liebe sowas, keine Ahnung, ich liebe es einfach. Ich liebe Crop Top, daran hat sich auch nichts geändert, auch nachdem ich Mutter geworden bin. Ich habe gedacht, vielleicht kaufe ich mir mal 1-2 T-Shirts mehr. Nö, ich habe zwar hier, das sind alles meine Klamotten. Da und da unten, ich weiß, es ist nicht aufgeräumt, ich muss noch aussortieren. Aber irgendwie habe ich auch, sind alles Crop Tops. Alles. Bis dahin. Gut. Wir machen jetzt los. Und ich freue mich sehr. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Ich weiß noch nicht, ob ich es irgendwie schaffe, da was zu filmen. Deswegen nochmal hier aus dem Auto. Manu ist auch dabei. Ich freue mich wirklich riesig. Ich habe so eine Lust, die Eltern kennenzulernen. Man muss dazu sagen, wir haben halt jetzt hier noch nicht wirklich so ein Elternpaar, mit dem wir uns ab und zu mal austauschen können oder so. Weil meine Freundin wohnt halt einfach in Ulm. Das ist so die einzige Ansprechpartnerin, die ich jetzt habe. Bei allen anderen hat es irgendwie nicht so gefunkt, würde ich mal sagen. Genau, deswegen, ich gehe mit großen Erwartungen da rein und ich bin auch super gespannt. Endlich bin ich jetzt Single, ja? Das ist aber ein schöner Hinterkopf. Danke. Gottähnlich. Ja, mindestens. Die Wischer vom Bus machen Wisch, Wisch, Wisch. Wisch, Wisch, Wisch. Wisch, 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 die Wischer vom Bus machen wisch, 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 stundenlang. So, Ariane ist jetzt eingeschlafen. Der Ort ist sowas von müde und ich koche uns jetzt was zum Mittag, haha. Und zwar gibt es heute Pizza. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt gerade nicht so Bock, noch was zu kochen. Da wir ja wieder einen Ofen haben, gibt es zweimal dasselbe. Genau, sieht aus, ey. Der Hund kann nicht fressen. Absolut nicht. Ich wollte mal so einen kleinen Schwenker an unsere Küche machen und die ist natürlich noch nicht fertig. Ich sollte vielleicht auch meinen Gefrierschrank noch zumachen. Mach mal so einen. Oh, sieht so scheiße aus, wirklich. Also das wird unsere Küche. Also man sieht, es fehlt überall immer noch ein bisschen was. Hier die Farben sind ja noch unterschiedlich, weil wir die kompletten Fronten noch folieren und die Griffe austauschen. Genau, hier oben auch. Da kommt später dann der gleiche Schrank nochmal. Jetzt fokussiert meine Hand. Dahin und der kommt dann wieder über das Kochfeld. Genau, und hier haben wir jetzt so eine andere Kommode. Und da steht so unser Zeugs drauf. Und hier ist dann halt jetzt unser Kühlschrank. Da oben steht mein Thermomix. Genau, also wir sind lange noch nicht fertig, aber ich kann sie zumindest nutzen und das war mir schon mal sehr wichtig. So eine Spülmaschine, das ist halt alles noch nicht sauber gemacht von außen, weil ich dazu einfach noch gar nicht gekommen bin. Ja, hier ist jetzt einfach so ein bisschen Zeugs drin, so Geschirr und so Vorratszeug. Genau, so. Und dann werden wir jetzt erstmal chillen. Es war sehr, sehr schön im Kindergarten, aber dazu erzähle ich gleich noch was. So, schon besser. Was ich vorhin noch sagen wollte, ich habe jetzt endlich mal Sugar Mommy ausprobieren können. Einige, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich so ein, also ich bin jetzt nicht so der totale Katja-Fan, aber ich gehe auch auf ihr Konzert, aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren und das gab es bei uns jetzt. An sich vom Geschmack und von der Farbe, ich kann dir das ja mal zeigen. Okay, man sieht es nicht. Ja, also von der Farbe her ist es sehr intensiv. Auch die anderen Sorten waren sehr intensiv, was die Farbe angeht.
Geschmacklich ist es auch gut. Alle Sorten schmecken mir eigentlich ganz gut, aber mich stört halt die Kohlensäure. Also das ist halt einfach mein Problem, weil ich mag Kohlensäure nicht so gern. Da trinke ich dann lieber doch mal so ein Dirty von der Shirin oder so. Ja, aber es geht. Also geschmacklich wirklich gut. Und auch eine sehr schöne Farbe. Ich wollte dir ja noch erzählen, warum wir überhaupt im Kindergarten waren. Und zwar veranstaltet unser Kindergarten einmal im Monat so ein Krabbeltreff für die Kinder, die dann in dem darauffolgenden Jahr in die Kita gehen. Und das hat jetzt bei uns begonnen und ich war ja super aufgeregt und es war wirklich sehr, sehr schön. Arian hat super viel gespielt und alle haben sich vertragen. Es gab kein Geschrei oder so. Es war einfach nur total niedlich anzusehen. Ja, Arian geht ab den 1.7. oder 1.8. in den Kindergarten und bis dahin haben wir jeden Monat einmal so ein Treffen und wir können die Mamis kennenlernen und wir können die Erzieher kennenlernen und das macht es uns allen dann einfacher, wenn Arian dann in den Kindergarten geht. Und ja, es war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung und auch ein sehr schönes Treffen. Ich freue mich schon auf das nächste wieder und ja. Wir sind jetzt im Teddy. Besorgen noch ein paar Dinge. Ne, Schlumsi? Was braucht man? Genau. Alles. Ja. Alles. Was braucht man eigentlich? Ein Türstopper. Ja. Eierbecher. Deswegen sind wir ursprünglich hier, ja. Ein Eierbecher? Was war's noch? Umschläge. Ich wollte ja Umschläge. Genau. Es gibt so viel Müll, aber irgendwie auch so geil. Also ich kann mich hier manchmal echt tot shoppen. Gerade in der Deko-Abteilung. Das ist gefährlich, ne? Oh, guck mal, so organized. Oh, verdammt. Schnell weg. Na, da hing dann so besser. Oh, Pamu-Zeugs. Oh, das Bett ist aber schön. Umschläge. Hier muss ich hin. Wir fahren jetzt nochmal schnell. Wir laufen gerade noch mal in den Turm. Wir müssen noch was zurückgeben vom Umbau. Man sieht halt einfach nur Kapuze. So, hello, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich glaube, man sieht es mir an. Ich bin fix und fertig. Ich bin richtig müde, wenn du mir zuguckst. Ja, wir waren einkaufen und bei meinen Schwiegereltern. Und ja, jetzt warte ich, dass es 17 Uhr wird, dass ich Arian was zu essen geben kann. Dann geht er in die Badewanne und dann geht's ins Bett. Franda lest doch hier schon wieder. Genau, das ist jetzt der Tagesplan noch. Ich muss nachher noch ein paar To-Dos erledigen und dann gehe ich auch ins Bett, denn ich bin gestern eindeutig viel zu spät ins Bett gegangen. Er liebt das Teil übrigens so sehr. Mal gucken, ob er nochmal springt. Ich hatte es gerade eben schon mal aufgenommen, aber ich habe ein Lied im Hintergrund laufen lassen. Und das kann ich ja dann nicht hochladen. Deswegen, Schlumpsi, willst du nochmal springen? Er liebt es. Er macht das so gern. Okay, jetzt sieht es gerade nicht so aus, als würde er das gern machen, aber er geht auch richtig ab und ich habe ihn da jetzt reingestopft, weil er echt sehr meckrig war. Der hat jetzt nochmal geschlafen auf der Heimfahrt 20 Minuten und das war doof. Er ist jetzt irgendwie pissiger wie vorher. Es ist so süß. Wir müssen es nur mal wieder ein Stück nach vorne, nach oben hängen. Hängt ganz schön durch mit dem Beinchen. Wir haben das übrigens an unserer Treppe hängen. Weil wir gerade das noch nicht zwischen den Türrahmen machen können. Das ist eigentlich so ein Teil für zwischen den Türrahmen. Aber auf der Treppe ist auch ganz gut. Am Anfang hat er es gehasst. Also als er noch nicht so, so stehen konnte oder so stehen wollte, ist klar. Da hat er es nicht so gerne gemacht. Aber mittlerweile liebt er das, so rumzuhüpfen. So, bei uns gibt es jetzt Armbrot. Hat jemand ganz schlechte Laune, weil Hunger. Papa, du bist zu langsam. Mach mal schneller. Schneller. Ja, also für einen gibt's Brot mit Frischkäse. Du machst das immer zu klein, Schatzi. Du machst das wirklich immer zu klein. Du musst es einfach in 4 Stücken schneiden.
Mensch. Schneid dich gleich in 4 Stücken. Ja, mach halt endlich mal. da gibt's ein bisschen Avocado und noch eine Nektarine. Die schafft er auch eigentlich ganz. Was ist eine Nektarine? Das ist ein Apfel. Nee, ist eine Nektarine. Läuft die Hälfte. So, du musst nicht alles drauflegen, sonst isst er wieder den Frischkäse runter und dann gleich. Ja, Frischkäse runtergegessen. Aber er isst das Brot dann später noch. Er will erst von allem den Frischkäse ablecken und dann isst er auch das Brot. Mit einer Hand geht das echt schlecht jetzt hier. Krieg's nicht drauf mit einer Hand. Ach Mensch, dieses Baby, ja. Und danach geht er in die Badewanne. Dann träge ich ihn ins Bettchen. So, ich würde sagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich werde mich jetzt nur noch abschminken und Bett fertig machen und gehe heute mal ein bisschen früher ins Bett. Ich hoffe, dir hat der kleine Vlog gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!